Hallo und herzlich willkommen am heutigen Donnerstag zu einem neuen Trading-Tipp. Unsere Empfehlung heute ist ThyssenKrupp. Die Aktie hat gestern im späten Handel deutlich zugelegt, nachdem es Medienberichte gab, dass ein IPO der Wasserstofftochter Nucera nun doch kurz bevorstehen könnte. Bereits in der kommenden Woche soll der mögliche Börsengang eingeleitet werden. Das hat die Aktie bis in den Bereich der 6-Euro-Marke getrieben. Wir sehen es hier, rund 6% plus gab es gestern. Und der Hintergrund ist klar, sollte Nucera an die Börse gehen, dürfte das verborgene Werte heben. Eine Milliardenbewertung ist hier drin. ThyssenKrupp ist bei der Tochter mit 2/3 beteiligt. Insgesamt bringt Thyssen aktuell nur etwas mehr als 3,5 Milliarden Euro an der Börse auf die Waage. Alleine die Beteiligungen sollten hier diesen Börsenwert kompensieren und das bedeutet, dass Thyssen als Ganzes vielleicht doch deutlich mehr wert sein könnte und dass die Anleger dies künftig auch honorieren. Heute hat die Aktie etwas schwächer aufgemacht, notierte inzwischen sogar 2% im Plus, hier noch etwas 2% im Minus, hier noch etwas weniger eingeblendet. Aber das ist kein Schaden, denn entscheidend ist es, dass der Sprung über den Widerstand von August knapp oberhalb der 6-Euro-Marke gelingen kann. Dann wären schnelle Anschlussgewinne bis in den Bereich der April-Tiefs bei rund 6,80 Euro möglich. Entscheidend ist neben dem Schwung, den weitere Nachrichten zum Nucera IPO geben könnten, natürlich auch die allgemeine Marktstimmung, denn ThyssenKrupp wird nach wie vor als Stahlkonzern gehandelt. Stahl ist sehr zyklisch, von daher geben Nachrichten über die Entwicklung der Konjunktur bei ThyssenKrupp oft die Richtung vor. Sollte der Markt sich aber weiter erholen, die Erholung vom frühen Handel heute fortsetzen, dann dürfte das der ThyssenKrupp-Aktie weiteren Rückenwind geben. Wir setzen eben darauf, dass es bis in den Bereich 6,80 Euro etwa geht. Das sind rund 15% Potenzial vom aktuellen Niveau. Und mit einem Faktor Long unseres Partners Morgan Stanley kann man hier noch mehr Gewinn herausholen. Faktor 3 hat aktuell einen Kurs von 10,85 Euro. Und dieser Schein könnte rund 40-50% Potenzial innerhalb der nächsten Wochen zulegen, wenn unser Szenario aufgeht, wenn die Stimmung am Markt einigermaßen gut bleibt und wenn es neue Nachrichten zu Nucera gibt. Absichern würde ich die Position angesichts der hohen Volatilität der Aktie und der durchaus bestehenden Risiken mit einem engen Stopp bei 9,50 Euro. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Produkt, heute gute Kurse und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Trading-Tipp. Bis dahin.